Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Persisch Kochen mit Reza. Heute ist 24. Dezember, Weihnachten, und möchte ich eine persische Süßigkeit euch anbieten zu Weihnachten. Und das ist eine Süßigkeit aus Maismehl. 400 Gramm Maismehl, 175 Gramm Butter, 175 Gramm Zucker, 2 Eier, eine Vanillepuderzucker und ein bisschen Orangenschale brauche ich, und später für Dekoration kann ich Nüsse oder etwas benutzen. Diese Vanille, echte Vanilleschote, brauche ich nicht, aber wenn ihr habt, könnt ihr auch das reintun. Okay, das waren die Zutaten und viel Spaß dabei. So, zuerst kippe ich die 175 Gramm Zucker hier rein und die 175 Gramm Butter, die ich von der Kühlschrank rausgenommen, dass ein bisschen weich wird. Und ein Paket Vanillezucker auch gebe ich hier rein. Und jetzt lasse ich einfach krachen, aber ihr müsst es zuhören. Okay, nach dem Butter und Zucker kommen die Ei rein, aber eine nach dem anderen. Erst die erste. Und lasse ich ein bisschen drehen. Jetzt das zweite Ei rein. Oh Gott. Ja. Und nochmal dasselbe Ritual. Jetzt ist dem gemischte Mehl rein, aber nicht ganze. Langsam, langsam und durch Sieb. Einfach. Den Rest noch mal ganz kurz, und von jetzt brauche ich Maschine nicht mehr, sondern mit Hand, einfach mit Hand, nämlich mit dem hier Besen, und den Rest zum Schluss mit Hand. Okay, den Rest mit der Hand, und habe ich jetzt Orangenschale bisschen kippe ich rein, dass die Geschmack von Orangen kriegt, und jetzt mit der Hand. Der Teig ist wunderbar und braucht man nicht so viel kneten, das reicht so. Und jetzt muss ich den aufrühren. Okay, jetzt mache ich so wie Mandarinen oder Walnuss, wie ihr möchtet. So eine Kugel vor mich einfach und lasse ich auf dem Brett. Braucht ihr nicht einfetten oder sowas. Einfache Papier reicht, und zeige ich, wie er weiter bearbeitet wird. Hier mache ich mit Hand ein bisschen, und brauche ich ein Stück. Und mit Finger oder etwas macht ihr hier so Druck. So. Danach wird mit Marmelade gefüllt und geht weiter. Okay, da habe ich jetzt fertig. Jetzt fülle ich mit bisschen Marmelade, egal was ihr habt. Ich habe hier so Kirschmarmelade habe ich, und dadurch fülle ich nachher. Mhm.
Das dauert, bis ich fertig bin. Deswegen mache ich jetzt aus. Also, und dann nehme ich eine Gabel und mache ich ein bisschen hier. So. 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 Egal. Und danach ein bisschen streue ich Sesam. So, streue ich ein bisschen Sesam. Das liebe ich selber. Bin ich noch nicht mit Gabel fertig. Wenn es fertig ist, lasse ich im Ofen. Auf 180 bis 200, aber 180 ist genug. 15 Minuten Ober- und Unterhitze oder Heißluft. Egal. Ihr seht, wie bräunlich wird, dann nehmt ihr raus. Wie gesagt, ihr könnt auch kleinere machen, ohne Loch machen, egal was ihr möchtet. Oder Formen, je nachdem, wie ihr möchtet, mit verschiedenen Sachen. Aber ich habe die einfachste Methode euch gezeigt. Und jetzt geht im Ofen. Es hat gelungen. Sehr schöne, leckere Keks. Ich habe hier Obst auch reingetan. Ein paar Stücke nur für mich, nicht für euch. Und sieht so schön. Und am meisten liebe ich diese Maismehl, weil es wahnsinnig lecker. Macht ihr bitte nach, besonders jetzt Weihnachtszeit. Okay, das war Persisch kochen mit Reza. Kochen war heute Backen. Mit Reza. Ich hoffe, das hat euch gut gefallen. Bis nächste Mal wünsche ich euch alles Gute und Liebe. Wahrscheinlich sehen wir uns im neuen Jahr 2021 und vielleicht ein besseres Jahr und ohne Corona und alles drum und dran. Alles Gute und tschüss. Merry Christmas, Ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells.